In diesem Video geht es um die sogenannte Totalreflexion und wir stellen uns folgende Situation vor. Wir haben ein Boot, das sich auf dem offenen Meer befindet und einen Taucher, der mit dem Boot zu der gewünschten Stelle hingefahren ist. Das Ganze findet in der Nacht statt und damit der Taucher zu seinem Boot wiederfindet, hat er auf dem Boot einen Scheinwerfer platziert. Ich möchte gerne nochmal die Beschreibung dieser Situation notieren. Also, ein Taucher möchte in der Nacht auf offenem See seiner Leidenschaft nachgehen, damit er in der Dunkelheit die Sichtverbindung zu seinem Boot nicht verliert, hat er auf dem Boot einen Scheinwerfer platziert. Und nun stellt sich natürlich die Frage, ist dies unbedenklich? Und so wie die Frage gestellt ist, lautet die Frage natürlich nein. Er muss nämlich sich der Totalreflexion bewusst sein. Bevor wir das Ganze gleich theoretisch betrachten, würde ich gerne mir mit euch eine Simulation davon dessen angucken. Und zwar verwende ich wie oft das Programm AlgoDo. Was wir brauchen, ist irgendein Objekt, was Wasser darstellen soll. Ich nehme jetzt einfach ein Rechteck, möglichst breit. Und das soll jetzt das Medium Wasser darstellen. Bevor ich das Medium bearbeite, platziere ich jetzt in die Szene ein Laser-Tool. Der Grund ist, erst wenn in der Szene eine Lichtquelle drin ist, werden auch in den Menüs die entsprechenden Einträge freigeschaltet, die sich auf das Licht beziehen. Nun kann ich mit der rechten Maustaste auf das Rechteck klicken. Und das erste, was ich machen möchte, ist das ganze Licht durchlässig machen. Und das machen wir hier mit diesem Balken, mit dem Alpha-Wert. Das ist die Lichtundurchlässigkeit. Die ist gerade bei 100%. Und wenn man die Lichtundurchlässigkeit runtersetzt, dann wird das Ganze transparenter. Ich setze es gerade auf 20%. So, die Farbe können wir eigentlich so lassen, aber ich setze die mal auf Blau, damit das Ganze dem Wasser ähnelt. So, und jetzt beim Material müssen wir die Brechzahl verändern. Die liegt gerade bei 1,5. Das wäre eher eine Art Glas. Das Wasser hat eine Brechzahl, oder Brechungsindex, das bei 1,33 etwa liegt. Also verändere ich das. So, jetzt bin ich also hier in diesem Kontextmenü fertig. Ich klicke nochmal hier auf diese Lichtquelle und verändere beim Aussehen auch die Farbe, damit wir einen etwas größeren Kontrast haben. Und ich gehe mal so ins Gelb. So, und wenn wir jetzt die Lichtquelle etwas drehen, stellen wir fest, es findet eine Lichtbrechung statt beim Übergang von der Luft in das Wasser. Und das ist etwas, was uns eigentlich überhaupt nicht wundert. Das kennen wir bereits. Für die Betrachtung des Ganzen würde ich gerne einen kleinen Trick verwenden. Und zwar in der Situation ist es so, dass wir hier irgendwo einen Scheinwerfer haben und in dem Wasser befindet sich der Taucher. Und aus physikalischer Sicht haben wir jetzt also hier eine Lichtquelle und dort einen Beobachter. Damit kann man arbeiten, aber es ist einfacher, in dieser speziellen Situation so zu tun, als ob der Taucher die Lichtquelle wäre und der Scheinwerfer der Beobachter. Also der Grund ist der folgende: Also wenn die Lichtquelle sozusagen den Taucher sehen kann, dann muss der Taucher auch in der Lage sein, die Lichtquelle zu sehen. Ich kann das hier kurz andeuten, also wenn man seine Lichtquelle dort platziert und ich das Ganze so drehe, dass der gebrochene Lichtstrahl parallel zu diesem Strahl ist, dann, wenn wir jetzt die Lichtbrechung haben beim Übergang vom Wasser in die Luft, also gerade andersherum als bei dieser Lichtquelle, ist der Strahl, der parallel zu dem Strahl ist, nach der Brechung auch parallel zu dem hier. Also das spielt für die geometrische Optik gar keine Rolle, warum wir das betrachten. Und wir können sozusagen den Beobachter und die Lichtquelle, ihre Position können wir
problemlos vertauschen. Also lasse ich jetzt nur die Lichtquelle im Wasser, die hier lösche ich und platziere jetzt hier eine Kugel. Das soll sozusagen unser Scheinwerfer sein. Und momentan ist das hier der Taucher und wir drehen das Ganze so, dass wir die Kugel getroffen haben. Das bedeutet, der Taucher schaut jetzt unter diesem Winkel und kann den Scheinwerfer sehen und weiß dadurch, wo sich sein Boot befindet. So, was ist jetzt das Problematische? Wenn wir uns jetzt nach rechts von dem Boot wegbewegen, müssen wir unter einem größeren Winkel auf den Scheinwerfer schauen. Also muss ich hier wieder drehen. Und jetzt stellen wir fest, das funktioniert irgendwie nicht. Dieser Strahl wird reflektiert und nicht mehr durchgelassen. Und das nennt man Totalreflexion. Und zwar, woran liegt das? Ich verändere den Winkel erstmal und mache den immer flacher, immer flacher, immer flacher. Wenn dieser Winkel hier wächst, wächst auch der Winkel hier. Na. Und irgendwann ist dieser Winkel so groß, dass der Winkel nach der Lichtbrechung größer ist als 90 Grad. Ja, also ungefähr hier haben wir eine Situation erreicht, dass das Licht diese Mediumbarriere nicht mehr verlassen kann. Also wir notieren, in der geometrischen Optik können die Lichtquelle und der Beobachter vertauscht werden, ohne dass sich der Verlauf der verbindenden Lichtstrahlen ändert. Ich skizziere das ganz kurz. Also wir haben jetzt eine Lichtquelle und einen Beobachter. Das ist jetzt die Grenze zwischen zwei optischen Medien mit den Brechungsindexen N1 und N2. Und dann gibt es einen verbindenden Strahl, der durch die Lichtbrechung so gebrochen wird, dass wir den Beobachter treffen. Und wenn man jetzt die Position des Beobachters und der Lichtquelle vertauscht, bekommen wir den gleichen Strahlverlauf. Also es spielt überhaupt gar keine Rolle, wie rum wir das Ganze betrachten. Und je nach der Situation, manchmal ist es einfacher, die Lichtquelle sozusagen gedanklich dahin zu setzen oder dahin zu setzen. Wie schon gesagt, für die Erläuterung ist es einfacher, den Taucher als Lichtquelle zu betrachten. Und nun gilt nach dem Snelliusschen Brechungsgesetz, n Wasser durch n Luft ist gleich Sinus Beta durch Sinus Alpha. N Wasser ist der Brechungsindex vom Wasser und n Luft der Brechungsindex der Luft. Alpha ist der Winkel des Strahls im Wasser zum Lot und Beta ist der Winkel des gebrochenen Lichtstrahls in der Luft zum Lot. Ich möchte jetzt den Zusammenhang zwischen dem Sinus Alpha, also dieser Strecke hier, im Verhältnis zum Sinus Beta betrachten. Und deshalb muss ich das Ganze etwas sortieren und Sinus Alpha auf die linke Seite bringen. Das bekomme ich hin, indem ich beide Seiten der Gleichung mit Sinus Alpha multipliziere. Dann verschwindet Sinus Alpha aus dem Nenner auf der rechten Seite und taucht im Zähler auf der linken Seite wieder auf. Und nun setzen wir die Brechungsindexe von dem Wasser, also 1,33, und von der Luft, also 1, und bekommen Sinus Alpha mal 1,33, das ist 1,33 geteilt durch 1, ist gleich Sinus Beta. Und wenn man sich das jetzt anschaut, ist Sinus Beta, also jetzt hier diese Strecke, wenn wir jetzt diesen Einheitskreis drumherum zeichnen,
Die ist ja abhängig von dem Sinus Alpha, also der Strecke hier. Und zwar ist es so, dass der Sinus Beta auf jeden Fall länger ist. Also diese Strecke muss ja länger sein als die hier, weil wir ja Sinus Alpha mit 1,33 multiplizieren, also vergrößern wir das Ganze. Und das bedeutet, dass es irgendwo einen Winkel geben muss, sodass der Sinus Beta bei 1 liegt und unser Lichtstrahl sozusagen flach entlang dieser Grenze zwischen Luft und Wasser liegt und wir einen Winkel von 90 Grad erhalten. Also ab einem bestimmten Winkel Alpha ist der Winkel Beta gleich oder sogar größer als 90 Grad. Und wenn sowas passiert ist, dann sprechen wir von einer Totalreflexion. Und weshalb der Name? Weil dieser Lichtstrahl ab einem bestimmten Winkel das Medium nicht mehr verlassen kann. Für den Taucher bedeutet es, dass er sich in einem Bereich aufhalten soll, wo keine Totalreflexion stattfindet. Die Totalreflexion findet bei Winkeln statt, die größer oder gleich als Alpha total sind. Alpha total ist sozusagen dieser Grenzwinkel, ab dem, wenn also der Winkel im Wasser so groß ist oder noch größer, dann findet eine Totalreflexion statt. Und diesen Winkel können wir berechnen. Wir wissen 1,33, also in unserem speziellen Fall das Verhältnis von dem Brechungsindex im Wasser geteilt durch Brechungsindex in der Luft ist gleich Sinus von dem Winkel Alpha total. Und das ergibt dann den Sinus Beta. Und für Beta habe ich einfach 90 Grad eingesetzt, weil die Totalreflexion es dann stattfindet, wenn der Winkel Beta bei 90 Grad liegt. Und wenn wir das jetzt ausrechnen, Sinus von 90 Grad ist 1. Und jetzt einfach geteilt durch 1,33 teilen. Dann ist der Sinus des Winkels Alpha total 1 durch 1,33. Und jetzt müssen wir den Arcosinus auf beiden Seiten anwenden und erhalten den Winkel Alpha total. Der liegt bei ungefähr 48,75 Grad. Und wenn wir uns jetzt ein Bild dazu anschauen und dort sozusagen das Boot haben, dann gibt es ja von da aus einmal das Lot und zwei Lichtstrahlen, die unter dem Winkel von 48,75 liegen ungefähr. Also das sind jetzt jeweils Alpha total. Und wenn sich der Taucher sozusagen entweder hier in diesem Bereich oder da in diesem Bereich befindet, dann ist er in der Lage, das Boot zu sehen oder den Scheinwerfer auf dem Boot. Wenn er jetzt aber sich außerhalb dieser Grenze befindet, also unter einem größeren Winkel als 48,75 Grad, dann findet plötzlich die Totalreflexion statt und er kann das Boot vom Wasser aus nicht mehr sehen. Das Ganze können wir noch verallgemeinern. Eine Totalreflexion findet beim Übergang von einem Medium N1 in das Medium N2 statt, falls N1 größer ist als N2. Das hier nochmal in mathematischen Formeln. Die Totalreflexion findet dann ab dem Winkel Alpha total statt. Und für diesen Winkel gilt, Alpha total ist der Arcosinus von N2 geteilt durch N1.